sagen, einfach genug habe, vor allem diese ganze sehr gescheite Kommentare von manchen Menschen, die mich versuchen zu überzeugen, versuchen aus Selbstverteidigung oder Kampf oder wie auch immer eine Wissenschaft zu machen. Das ist so eine Marketingstrategie, weil man eh weiß, dass heutzutage die meisten Männer keine Eier in der Hose haben. 1, 2, 2. Okay, Leute? Bam. Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es? Hier ist wieder euer Marek. Wie man sehen kann, heute wieder ein Trainingsvideo mit Baseballschläger, mit Messer, vor allem mit diesem kleinen Baseballschläger kann man ziemlich gute Sachen machen. Mir ist der viel lieber wie diese große, wo man beidhändig halten muss, mit Stock und mit Messer. Ein paar Sachen. Corona-Videos kommen jetzt einmal nicht, weil ich schon einfach genug habe, vor allem diese ganze sehr gescheite Kommentare von manchen Menschen, die mich versuchen zu überzeugen von der Wahrheit, die man in den Nachrichten sagt, ZDF oder sonst irgendwelchen Medien. Und da sind sie komplett auf den falschen Weg, aber das werden die schon sehen in ein paar Monaten. Und ja Leute, bitte lasst euch auch nicht irgendwie beeindrucken, wenn in letzter Zeit habe ich mir ein paar Videos angeschaut von so Instruktoren, die versuchen aus Selbstverteidigung oder Kampf oder wie auch immer eine Wissenschaft zu machen. Ja? Das heißt, die versuchen dich irgendwie halb tot zu labern, anstatt irgendwie wirklich zu zeigen, wie man richtig reagiert, wenn ein wirklich aggressiver Typ vor dir steht. Da wirst du mit deiner Wissenschaft wirklich nicht oder wirst du nicht viel anfangen. Aber das checken einfach nicht. Oder ist das so eine Marketingstrategie, weil man eh weiß, dass heutzutage die meisten Männer keine Eier in der Hose haben. Dann versuchen 50% Gelaber beibringen, wie man einen Kampf vermeidet, was selbstverständlich nicht wieder in meinen Mund umdrehen, ja, so wie das manche gerne machen. Das ist das Beste. Ich hasse Gewalt, ich hasse Schlägereien. Aber wenn es zu einer Schlägerei kommt oder kommen sollte, dann musst du einfach aggressiv durchgehen wie ein Bulldozer, sonst macht er dich platt und landest im Krankenhaus, okay? Im besten Fall, ja? Deshalb sollten die, und dann kommen andere 50% kommen Techniken, die funktionieren, wenn man das nur in Dojo macht, ja? Das darf man aus einer echten Auseinandersetzung oder einen echten Kampf darf man keine Wissenschaft machen. Da muss man richtig durch die Hölle, wie man sagt. Ich habe das früher auch so gecheckt, diese alte Schule. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, dann habe ich ein paar Schläge mit Stock bekommen oder mit der Faust und so, und dann habe ich es verstanden. Hier, ein Schlag hier auf Oberarm, weil er wollte es unbedingt wissen. Dann, ich will überhaupt nichts wissen. Oh ja, oh ja. Ein Schlag hier am Körper und ein Schlag hier auf Oberschenkel. Das heißt, nicht durchgezogen am Kopf, keine Angst, sondern hier am Arm. Du bist bereit? Das heißt, hier auf den Arm. Ja komm. Okay. Jetzt hier. Ja. 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 Ja, genau. Jetzt hier am Oberschenkel. Ah, ich hab mich geschissen, Alter, was? Komm! Ja, oder so wie mein Freund, also Axel Wagener von Major Gym in Hamburg, der sagt auch, hartes Sparring, hartes Training, das sind Sachen, die dich auf die Straße bereiten. Auch der Umgang mit Waffen, aber richtig, so dass der ganze Körper funktioniert. Richtige Angriffe und nicht irgendwelche dumme Drills, die du im Schlafen machen kannst. Aber es schaut super aus. Manche verbinden sich sogar die Augen, dass man sieht, wie cool er einen Drill machen kann, wenn er 1000 Mal eintrainiert hat und der Aggressor kommt immer so oder Partner, wie das derjenige will. Deshalb lasst euch nicht bitte blenden, Leute. Ja? Und jetzt fangen wir an. So Leute, gleich am Anfang müssen wir uns zuerst aufwärmen. Eine Übung, was ich sehr gerne mache, ist, wir halten das Stock ungefähr so schulterbreit und das ist auch sehr gutes Training, zum Beispiel für die Ellenbogen trainieren. Aber ich mache das mit dem Stock, ja, dass sich die ganze Gelenke gut aufwärmen. Wir fangen rechts an. Ich gehe hier rechts und hier links drücke ich nach unten und dann kommen wir in diese Position. Schaut mal. Hier ist es wichtig, nicht festzumachen, das geht ja gar nicht, sondern musst du hier leicht aufmachen. Dann gehe ich zurück und dasselbe mache ich links. Das heißt, immer von außen auf der äußeren Trizepsseite habe ich den Stock. Und das kann man langsamer machen, das kann man selbstverständlich auch schneller machen. Eine gute Übung
zum Aufwärmen. Hier eng bleiben. Eng bleiben. Eng bleiben. Eng bleiben. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Das ist die erste Übungen sind mit Stock, damit du lernst, ein bisschen lockerer zu werden. Ich zeige immer, auch wenn mir die Leute herkommen zum Training oder in den ganzen Online-Kursen, das sind nur einfache Sachen, durchgezogene Schläge, Stiche verschiedene. Alles explosiv und dynamisch und einfach. Irgendwelche Sachen mit Stock, wo man wirbelt, wechselt die Hand, das ist nicht die Straße, Leute. Ich habe auch einmal ein Sparring gehabt mit einem mit Stock und er auch zuerst wirbelt, da, boom, aufreißt, boom, 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 boom. Ich habe nur gewartet, die richtige Position bzw. Angriff, boom, einfach durchgezogen, bam, der Stock war weg und die Hand war auch weg, ja. Deshalb, das ist super schön, wenn man verschiedene Sachen machen kann. Das schaut super aus. Boom, boom, hier, boom. Aber ist nicht realistisch. Auf der Straße wartest und dann kommen nur die einfachen Schläge zu Einsatz. Okay, was wir jetzt mit diesen kleinen Baseballschlägern machen, zuerst am Anfang, nur diese Schläge zum Kopf, ja? Und danach wechseln wir das oder gehen wir über in durchgezogene Schläge. Aber zuerst nur diese einfache, so wie mit Messer, so wie mit dem Tomahawk, was wir letztens gemacht haben. Okay? Du bewegst dich, okay, hier, bumm, bumm, bumm und zurück. Hier nach vor, bumm und wieder zurück. Ins Feuer und wieder zurück. Okay? Hüss, hüss. Schön bewegen, ja? So wie beim Schattenboxen. Hier und wieder kannst du wechseln. Hier, boom, auf die andere Seite. Das ist so wie V-Strike. 1, 2. Du kannst hier andeuten, schlagst du aber auf die andere Seite. Oder hier andeuten, boom, und hier durchziehen. Das heißt, kurz, lang, auf die andere Seite. Okay, 1, 2. Okay, Leute, das heißt, ich glaube, wir sind richtig aufgewärmt. Das heißt, die nächste Übung verbinden wir. Das heißt, ich habe den Stock, diesen Baseballschläger vorne. Was wir jetzt machen, ist Schlag zum Kopf. Jetzt ziehe ich zurück, kommt die linke Hand zum Pushen, eventuell wenn du es mit Partner machst, auf seine rechte Schulter, hole ich mir hier Power, Schlag zum Kopf, schaut aber wie der Körper arbeitet, hier und jetzt, hier gehe ich zurück, geht wieder die linke Hand nach vor. Sehr wichtig, wie dein Körper arbeitet, das heißt nicht das hier, das ist kein Power, sondern 1, 2, 3 und hier, dein Körper zieht den Stock oder Baseballschläger auf die andere Seite. Nicht die Hand. Da ist kein Power. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kurz zurückziehen. Durchziehen und am Körper. Hier ein bisschen tiefer. Hier. Das war unsere 3er und 4er auf die Ellenbogen. Und jetzt bin ich wieder in der Ausgangsstellung. Okay? 1, 2, 3, 4. Okay? 1, 2, 3, boom! Okay, den Schlüssel weg. Eins, zwei, drei, vier, hier. Boom! Richtig durchziehen, nur solche durchgezogene Schläge haben Wirkung. Deshalb nochmal, wir stehen rechts vorne, Kopf. Okay, rechte Schulter vorne. Links. Jetzt lernst du schon einmal linken Jab zu schlagen. Bis gleichzeitig in Powerstellung. Durchziehen. 45 Grad. Hier bis in die Knie gehen. Durchziehen und geht wieder linke Hand nach vor. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Boom, hier. Sehr wichtig. Jetzt machen wir mit Stock weiter. Wir haben letztens schon gemacht, diese Übung. Kennst du euch erinnern? Bam. Bam. Diese Schnappbewegung. Das ist auch sehr gut mit oder beziehungsweise waffenlos Richtung Gesicht. Ist ziemlich schnell, wenn man boom, nach vor und wieder zurück geht. Okay? Man kann auch schneller die Distanz verkürzen. Okay, hier wham, und wieder zurück, wie eine Peitsche. Das machen wir mit Stock, aber
Wir ziehen danach nochmal durch. Das heißt, eins, durchziehen, durchziehen. Was ist hier wichtig? Öffnen, schließen. Durchziehen, durchziehen. Okay? Hier. Okay? Kopf zurück. Kopf, Kopf. Schau, wie der Körper arbeitet. Öffnen, schließen. Durchziehen, durchziehen. Öffnen, schließen. Durchziehen und durchziehen. Eins, zwei, drei. Körper arbeitet mit. Eins, zwei, drei. Nicht verkrampft der erste Übung. Boom, boom, boom. Okay? Eins, zwei, drei. Selbstverständlich kann man verschiedene Sachen üben. Ja, hier, wirbeln, hier, boom, boom, boom. Verschiedene Sachen. Aber ich will euch nur die einfachen Sachen zeigen. Kopf, 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 hier. Sieht, wenn diese Hand nach vorne geht, geht diese Schulter zurück. Boom, boom, boom. Und lasst uns von niemandem einreden, Waffentraining braucht man nicht. Das ist ein Bullshit. Gerade durch die Waffen bringst du deinen Körper richtig da, wo du es gerne hättest. Ja? Diese Explosivität. Oder wenn du gegen mehrere Gegner kämpfen musst, habe ich lieber so einen kleinen Baseballschläger in der Hand, wie gar nichts. Ja? Und dann komme ich mit irgendeiner Wissenschaft auf jemanden zu, der mich halb totschlagen will. Weißt du, nicht so ein Bullshit einreden. Kopf durchziehen, durchziehen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wham, wham, wham. Okay? Das heißt, Kopf aufziehen, schließen. Kopf, Kopf. Okay? Das heißt, eins, Rückhand, Vorhand. Wieder die linke Hand ist nicht neben dem Körper. Hier. Boom. Okay? So, Leute, ich hoffe, Training hat euch Spaß gemacht. Trainiert wirklich fleißig zu Hause. Egal ob irgendwelche eure Sachen. Egal ob die Sachen, was ich euch in den Gratis-Videos sage. Egal ob die ganzen Online-Kurse. Jeder Online-Kurs dauert mehrere Stunden. Und da habt ihr genau detailliert erklärt. Diese einfachen Sachen. Ja? Da ist auch, sind auch Sachen mit Baseballschläger, Workouts, Luta Livre, vor allem den 2.0, den neuen Luta Livre Techniken für Anfänger von einem Schwarzgurt, von diesem Bobby aus Wien, meinen Freund. Stock, Messer, Waffen, sehr viele Sachen, dass du dich auch alleine ein bisschen steigern kannst und diese Lage halt ausnutzen kannst. Ja? Jetzt mehrere Monate, wo man nicht rausgehen darf, so richtig oder trainieren, einfach nur zu Hause sitzen und zocken, das bringt dich nicht weiter. Und man weiß noch nicht, was kommen könnte, sollte es zu irgendwelchen Unruhen kommen oder keine Ahnung, dann bist du immer noch weiter wie diese, was nur herumlabern und gar nichts tun. Aber ich hoffe nicht, dass es zu irgendetwas kommt. Ich hoffe, dass es wieder alles wird. Auch wenn nicht so wie früher, wahrscheinlich nie wieder so wie früher. Aber trotzdem, wir müssen halt hoffen und das Beste uns denken und nicht das Schlechteste. Und ja. Wichtigste ist, dass wir uns nicht selber fertig machen, Leute. Ja? Weil gerade das möchten diese ganzen Eliten oder Politiker, dass wir uns, wir Bevölkerung auch noch bekämpfen. Und das ist falsch, Leute. Bitte macht das nicht. Und seid auch nicht so dumm, so wie manche, die dann Polizei anrufen, sofort, wenn die sehen, dass der Nachbar keine Maske anhat oder hat sich mit irgendeinem Freund getroffen, jetzt reden die miteinander. Bitte. Geht's nicht auf dieses Niveau. Das ist das Tiefste, was gibt, dass noch die Leute auch noch andere Leute, Gleichgesinnte, auch noch anzeigen und Polizisten rufen und spielen die Spionen und Agent 007 und so weiter. Hört auf mit dem Blödsinn, bitte, okay? Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bleibt gesund.